Süßen, ich grüße euch heute ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich habe das Update meiner Duschgelsammlung für euch. Viele hatten sich das ja gewünscht und ich habe mir gedacht, ich drehe das jetzt einfach mal ab und beginne mit den Produkten, die aktuell bei mir in Benutzung sind, die in meiner Dusche stehen. Die gehören ja auch zu meiner Sammlung mit dazu. Und zwar ist es zum einen von Alverde die Pflegedusche Mandarine und Vanille oder Vanille Mandarine. Ich finde es einen sehr herbstlich, frühlingshaften Duft, weil er sehr warm ist, also warmfruchtig. Er riecht sehr intensiv nach Mandarine, was ich toll finde, also nicht ganz so künstlich. Und von der Pflegewirkung her bin ich auch momentan wirklich begeistert davon. Also guckt sie euch mal an, wenn ihr auf diese Düfte steht. Alverde Duschen sind wirklich super. Dann habe ich hier zwei Schätze von Trekkle Moon. Einmal Iced Strawberry Dream, das ist ja die aktuelle Limited Edition. Das ist ein sehr süßlich, erdbeeriger Duft. Und dann habe ich hier noch etwas für die Frischeren unter euch. Und zwar Those Lemonade Days. Das gibt es ja jetzt im Standardsortiment. Das riecht total nach Zitrone und einfach richtig frisch nach Sommer. Macht gute Laune. Aber ich mag beide sehr, sehr gerne und verwende sie sehr gerne auch als Badezusatz zwischendurch. Von der Pflegewirkung her bin ich eigentlich auch begeistert. Also meine Haut pflegen sie optimal und deswegen kann ich euch die auch empfehlen. So, dann kommen wir zu den ganzen Duschgelen, die ich jetzt zum größten Teil natürlich noch nicht getestet habe und auch nicht sagen kann, aber sie euch jetzt natürlich trotzdem zeigen werde. Und zwar ist es zum einen von Isana die Cremedusche Orangenblüte Joghurt. Das hört sich ja mal super lecker an. Von der Pflegewirkung her weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die so sind. Ich hatte früher mal, so vor einem Jahr glaube ich, eine Isana Pflegedusche getestet. Ich habe ja viele Sachen von euch zugeschickt bekommen. Ich bin euch da super dankbar für, denn dann kann ich sie natürlich auch ausführlich testen und spätestens in einem meiner Aufgebraucht-Videos dann mehr dazu sagen. Auf jeden Fall freue ich mich da super drauf. Das hört sich pflegend an, das sieht auch toll aus und ja, bin gespannt darauf. Dann habe ich von Duschdas eine Special Edition Coconut Paradise mit Milch- und Kokosduft. Das hatte ich auch schon getestet. Und zwar habe ich da schon eine geleert. Die gibt es ja schon länger. Ich weiß nicht, wie das ist bei diesen Special Editions von Duschdas. Ob die wirklich so als LE zählen oder ob die generell im Standardsortiment sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich die super toll damals schon. Relativ sahnig, kokoslastig. Ich liebe Kokosnuss. Das ist ein optimaler Sommerduft für mich. Ich denke, entweder man mag Kokos oder man mag es nicht. Ich liebe Kokos und ja, freue mich da auch wieder drauf. Dann habe ich von I Love Strawberries und Milkshake eine Riesenpulle, die ja auch so aussehen wie die von Trekkle Moon. Das hier habe ich von der Siri, der Miss Asian Baby Girls, zugeschickt bekommen aus der Schweiz. Und ich habe noch andere Sachen hier, die sie mir ebenfalls in das Paket damals reingesteckt hat. Und ja, das gibt es bei Douglas. Mal gucken, ob ich da euch eine Review noch extra zu mache, vielleicht so ein Vergleichsvideo zu diesen Trekkle Moon Duschen, weil vom Optischen her sind sie ja schon mal Dupes. Und ja, Strawberry, ne? Also hört sich so an wie eben dieses Iced Strawberry Dream. Ich bin gespannt darauf, wie das so ist. Von dieser I Love-Reihe von Douglas habe ich noch keine Duschgels getestet. Ich hatte mal eine Handcreme und die fand ich eigentlich ganz okay, deswegen schaue ich da einfach mal. So, dann habe ich von Nivea Frankie Pani and Oil. Die habe ich auch schon eine ganze Weile hier in meiner Sammlung. Aber vom Duft her finde ich die richtig klasse. Und das ist ja auch so eine Version mit diesen kleinen Ölperlchen, wie ihr das vielleicht schon seht. Und Nivea Duschen an sich sind immer richtig klasse, richtig pflegend. Die mag ich sehr gerne. Das ist ein relativ außergewöhnlicher Duft, so auf den ersten Riecher. Freue mich da auf jeden Fall auch schon drauf. Das ist, glaube ich, eine Blüte. Irgendwie so, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, falls ihr das wisst. Aber lasse ich mich mal überraschen und freue mich da drauf. Mal gucken, ob ich das jetzt schon verwenden werde oder dann vielleicht erst eher im ja, so Herbst oder so. Mal gucken. So, weiter geht es mit einem IM-Produkt, auch aus der Schweiz. Vielleicht etwas für die Schweizer unter euch. Natural Cosmetics Duschbalsam, Vanille und Kokos. Das ist ja mal der Traumduft überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich das noch bis zum Herbst aufheben werde. Ich denke aber schon, weil das ist so eine Mischung aus Kokos für den Sommer und Vanille für den Winter. Ja, mal gucken. Aber Duschbalsam, es hört sich auch sehr verlockend an und sehr weich und pflegend. Schaue ich mal und freue mich da auch schon drauf. So, dann habe ich von Playboy das Play It Lovely, ja, Duschgel for Her Silky and Floral.
Ich habe auch dazu das passende Parfüm und ich liebe diesen Duft total. Ich habe von Playboy auch eine Bodylotion, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich hatte euch da mal eine Review zu gemacht und deswegen bin ich gespannt, ob das auf der Haut auch noch so lange riechen wird. Und dann in Kombi mit dem Parfüm, wow, also da stelle ich mir richtig klasse vor. Bin gespannt, wie die Pflegewirkung hier ist, lasse ich mich mal überraschen. Ich habe es noch nicht getestet, werde euch da aber nochmal berichten. So, dann habe ich hier von Anatomical, Suck the Lut of You, Get Lust Grime Body Cleanser. Das ist relativ neu, das ist die Duftrichtung Mango und Papaya. Anatomicals ist eine super klasse Marke, habe ich allerdings noch nicht getestet, also das wäre dann mein erstes Produkt generell. Und da lasse ich mich mal überraschen, war in der Pinkbox drinnen, wo ich mich super drüber gefreut habe. Und ja, mal gucken, wie das so ist, ob das wirklich seinen Hype wert ist, also die Marke jetzt an sich. Bin ich gespannt. Dann habe ich noch etwas von Tracklemoon und zwar The Raspberry Kiss. Habe ich auch schon eine ganze Weile. Das muss ich jetzt auch endlich mal verwenden, aber ich bin ja schon fleißig dabei. Und ja, ist auf jeden Fall Himbeere, 500 Milliliter werde ich als Badezusatz ebenfalls verwenden, dass es ein bisschen schneller geht, weil ich habe meistens, wie ihr gerade schon gesehen habt, immer so 2, 3 Duschgels gleichzeitig in Verwendung, weil ich einfach mich nicht satt riechen möchte unter der Dusche. Und deswegen werde ich mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen ein süßlicher Duft ist. Mal schauen, ob der mir auch so gut gefällt wie die anderen. Ich habe ja wirklich schon alle von Tracklemoon ausgetestet. Mein absoluter Favorit ist, glaube ich, One Ginger Morning, weil das ist einfach so ein etwas außergewöhnlicher Duft und sehr, sehr lecker. So, dann habe ich von Duschstars noch etwas und zwar eine Exclusive Edition. Keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Special und Exclusive ist. Ist das vielleicht die LE? Creamy Coconut, sanfte Pflege mit Hibiskus und Kokosnussöl. Und das habe ich auch schon, also ich habe schon dran gerochen. Das riecht sehr lecker. Ich finde, man riecht dezent Kokosnuss raus. Es ist einfach ein bisschen mehr, ja, ein bisschen blumiger, würde ich fast sagen. Aber sieht auch sehr interessant aus durch diese Peeling-Körnchen, würde ich es jetzt nicht nennen. Also das sind einfach so Körnchen drin. Ich bin gespannt, wie das sich so verhält unter der Dusche und auch hier drauf freue ich mich schon. Dann habe ich von Isana eine Cremedusche und zwar pure Kokosnuss oder Kokos. Das ist, glaube ich, so ein Standardduft, der immer geht. Also das riecht sehr nach Kokos, was ich sehr mag und freue mich da auch schon drauf. Bin gespannt, ob das auch so gut ist. Kokos gibt es ja von allen sämtlichen Marken und ich lasse mich einfach überraschen, inwieweit und inwiefern diese Isana Duschen pflegen, ob die alle gleich pflegen oder ob es da Unterschiede gibt. Vielleicht könnt ihr mir das ja auch mal unten in die Kommentare reinschreiben. Dann habe ich von Kneipp Naturkosmetik einen Duschbalsam Zitronengras und Olive. Das habe ich von meiner Chefin geschenkt bekommen. Und Kneipp habe ich noch nicht getestet als Duschgel. Ich hatte es natürlich schon als Badezusatz und finde die super pflegend. Neue Energie, da bin ich gespannt. Die Kombi Zitronengras und Olive, mal gucken, ob ich das so gerne mögen werde. Zitronengras mag ich sehr gerne, aber Olive, ich weiß es nicht. Hatte ich schon mal ein Duschgel mit Olive? Ich meine nicht. Ja, mal gucken. Das werde ich vielleicht noch eine Weile aufheben, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Pflegewirkung her von diesen Kneipp Duschcremen klasse sind, weil die Bäder sind ja auch top. So, weiter geht es mit Vitamin Wellness Care Zitrone Buttermilch. Das ist mein All-Time-Favorite-Duft und zwar in jeder Produktkategorie, sei es jetzt ja, eben hier Duschgel oder Bodylotion oder es gibt es ja auch als Schaumbad. Ich liebe die Kombi Zitronenmilchbutter, Zitrone, Buttermilch. Und Litamin ist auch eine klasse Marke. Ist relativ gut von der Pflegewirkung her. Das duftet auch sehr, sehr, sehr lecker. Aber wenn ihr auf diese Düfte steht, müsst ihr euch das mal angucken. Ökotest, gut, Litamin, Zitrone, Buttermilch. Und das wird definitiv bald zum Einsatz kommen, denn darauf freue ich mich schon so lange. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Tipp von mir an euch. Guckt euch das mal an. Dann habe ich von Balea die Dusche und Ölperlen Apfelblüte. Habe ich jetzt natürlich noch nicht getestet, aber ich kann euch diese Reihe empfehlen, denn davon habe ich auch, wie hieß das denn, Queen of the Night schon da ausprobiert und das fand ich ja so toll.
ist sehr günstig und ich finde die Pflegen toll. Diese Perlen, die haben einfach nochmal so einen extra Pflegekick und die pflegen besser als die normalen Balea-Duschen, ist klar. Also kann ich euch empfehlen, und Apfelblüte riecht ein bisschen dezent nach Apfel auf jeden Fall. Und ja, auch das hier wird bald zum Einsatz kommen. Dann habe ich hier so eine kleine Probiergröße von The Body Shop. Shea Shower Cream, das habe ich mal bekommen, als ich im Body Shop war und mir da was gekauft habe. Und Shea ist ja einfach so ein Produkt oder so, ja, ich sag mal, es pflegt einfach super gut. Egal ob als Handcreme, also bei mir ist das wirklich ein Top-Tipp, was Pflege angeht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das als Duschgel auch super sein wird. Muss mal gucken, inwiefern. Ich denke, das wird nicht mein letztes Bodyshop-Produkt an sich gewesen sein. Da lasse ich mich mal überraschen, wie das hier ist. Aber ich denke, das wird super pflegen. Dann habe ich von Isana Creme Dusche Maracuja und Kokos. Und oh mein Gott, es steht hier nichts von LE drauf. Mädels, schnuppert da mal dran, wenn ihr im Rossmann seid. Das riecht so lecker. Es riecht fast überhaupt nicht nach Kokos, aber es riecht so fruchtig nach Maracuja, so dermaßen nach Cocktails. Und ich liebe solche Düfte, solche Gerüche im Sommer total. Die erinnern mich einfach nach Sommer, Sonne, Strand. Und so ist es eben hier der Fall. Und ja, so sieht das Ganze aus. Guckt das mal an, wenn euch das auch interessiert. Maracuja und Kokos. Lecker. Dann habe ich Fanyo Duschcreme Special Edition Blueberry Dream hier. Das ebenfalls von der Siri und ja, von der Verpackung her finde ich das ja wunder hübsch. Also ich denke mal, das sind die hübschesten Verpackungen, die ich habe hier von Fanyo. Das sieht so, ja, das ist einfach ein totaler Eyecatcher, wie ich finde. Und ich liebe auch generell Blaubeerdüfte und da möchte ich am liebsten reinbeißen. Kennt ihr das, wenn ihr so Sachen habt, sei es jetzt sowas, Bodylotions oder so, die gut riechen und man möchte einfach nur reinbeißen, weil, ja, klasse, oder? Da freue ich mich auch schon drauf. Dann habe ich noch etwas von Fanyo. Ja, die liebe Siri hat mich wirklich eingedeckt. Und zwar Duschcreme Special Edition Tropical Maracuja. Jetzt habe ich noch so einen Maracuja-Duft und von der Verpackung her lila. Ein Traum für mich. Ich liebe lila. Ich bin ein Verpackungsopfer. Also wirklich, wenn was super schön aussieht, dann nehme ich das mit. Aber ich muss erst wirklich mal aufbrauchen. Aber auch hier vielen, vielen Dank, Siri, werde ich testen und natürlich euch da draußen berichten. So, dann habe ich von Nivea Sunny Melon and Oil. Ja, was soll ich dazu sagen? Das hört sich doch schon super sonnig, melonenmäßig an. Wie gesagt, von Nivea, die kann ich euch ans Herz legen. Das riecht wirklich sehr intensiv nach Melone. Wow, wow, wie. Also, da bin ich auch gespannt, wie das so ist. Fruchtiger Duft der Honigmelone und ich liebe auch Honigmelone, die esse ich sehr, sehr gerne. Und deswegen, ja, mal gucken, wie lange ich das aushalten werde, mich damit zu duschen. Das riecht schon sehr intensiv. Ja, da lasse ich mich auch mal überraschen. So, dann noch etwas aus der Schweiz von meiner Siri und zwar von Nature Marionar. Ein Vitamin-Shower-Gel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so, ja, bärenmäßig ist. Sieht auf jeden Fall so aus und das sieht sehr hochwertig aus und riecht auch sehr. Es riecht ein bisschen dezenter als manch andere Duschgels, die ich besitze, aber das ist vielleicht auch eher etwas dann, dass man nicht überriecht. Also wenn ihr wisst, wie ich das meine. Und ja, das werde ich euch auch später nochmal näher zeigen, wenn ihr das möchtet, in einem meiner Videos. Und dann zu guter Letzt von Isana die Cremedusche Lotus und Bambusmilch. Ja, ich hatte das mal als Cremeseife und das fand ich sehr, sehr gut vom Duft her. Es war nicht zu aufdringlich, sondern einfach ein bisschen dezenter. Aber trotzdem roch es sehr, es roch sauber irgendwie. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall auch hier lasse ich mich überraschen und gucke einfach mal, wie das von der Pflegewirkung her ist. Und das war es jetzt endlich mit meiner aktuellen Duschgel-Sammlung. Ich werde jetzt wieder fleißig aufbrauchen, euch berichten, euch erzählen. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, was Duschgels angeht, gerne in die Kommentare. Wenn sich dann alles mal irgendwann ein bisschen reduziert hat, werde ich natürlich auch wieder mal ein Duschgel brauchen und dann kaufen. Und deswegen, ja, freue ich mich auf Tipps von euch und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet es euch ja gewünscht. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss!